Hallo. Mahlzeit. Einen wunderschönen. Möchten Sie zusammen Streife fahren? Ja, ich brauche eine Einteilung. Ja, dann hopp hopp, gut, Mann, von der Streife. Auf geht's. Da. Tschüss. Bis Haben Sie gleich. ein Auto da, Herr Lobbe? Aber sowas von habe ich ein Auto da. Sehr schön. Schon länger im Dienst heute? Ja, was heißt schon längst? Also, ja, schon eine Weile im Dienst, aber ich habe tatsächlich noch nichts Produktives gemacht. Ich bin vom Observatorium bis zum Präsidium gelaufen, eine Runde mit einem Streifenwagen gefahren, habe mich auf eine Bank gesetzt und eine Zigarette geraucht. Das ist tatsächlich mein Dienst gewesen. Ja, okay. Also das nenne ich Dienstwagen. Ja, ich auch. Hübsches Gerät. Die Knastköche geben mir keine Nahrung mehr. Ich verhungere und verdurste in dieser Hitze. Frage im Funk, haben wir eine freie Einheit, die den Dispatch Funken anfordern Sie mal, wir kann? machen das. Streifer 80 nimmt sich den an. Scheiße, Delikt dort. Herr McMillan? Oh, Scheiße, warte mal. Ich tröpfe dem mal etwas Wasser in den. Wasser ins Gesicht, ja. Das, ich habe kein Wasser, aber ich habe Eistee. Das, Oh, ist ja kalt. Oh. Können Sie aufstehen, Herr McMillan? Ich reiche Ihnen einmal die Hand. Muss ich mal langsam auf die Beine. Naja. Zumindest das Sportprogramm scheint hier anständig zu sein. Ja, das sieht so Warum? aus. Warum? Wir Naja, scheinen durchtrainiert. Sie scheinen ganz gut trainiert zu sein. Herr McMillan, ich habe gehört, Ihr Zeugenschutzprogramm ist zumindest soweit durch. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass Sie immer noch hier sind. Ja, also die Ich letzte meine. Info war von Northgate, dass er das durchgefunken hat und dass er das okay gegeben hat. Und jetzt muss ich halt, deswegen warte ich halt wieder seit einer Woche, Ah, eineinhalb Wochen. das heißt, Sie warten jetzt gerade auf neue Papiere oder was? Ja, Richtig, ich das schau ist das gerade mal Paket aufs mit dem PDA. Personal. Also, Unterschrift von mir ist da, Unterschrift von Northgate ist da und Unterschrift der Justiz ist da. Das Rathaus fehlt noch. Also muss das Rathaus lediglich noch neue Papiere ausstellen. Richtig. Ich schaue mir hier gerade auf Ihrem PDA oder auf meinem PDA, nicht auf Ihrem PDA, auf meinem PDA die Akte dazu an. Ich kann Ihnen so sagen, dass meine Unterschrift da ist, die Unterschrift von Herrn Northgate, sowie die Unterschrift von Herrn Merino. Ich finde es halt nur verwirrend, wenn jetzt draußen mich jemand fragt, wie heißen Sie, und ich weiß meinen eigenen Namen nicht, weil er mir gegeben wurde. Naja, Sie Ja, kriegen doch dann die ist das schon. Papiere. Aber jedes Mal auf meinen eigenen Perso gucken, damit ich mich an meinen neuen Namen erinnere. Also, Ja, das ist schon verdächtig. Sie werden doch sich Ihren neuen Namen merken können. Ja, aber wenn er für mich nicht einfach auszusprechen ist, wird es halt schwer, ne? Würde Also, mich was wie war an jetzt der Name? Wie war jetzt der Name? Kobe Lawrence. Kobe Lawrence. Nee, Welchen Kobe Namen hatten Sie geschrieben. denn im Kopf? Jerome Fox. Aber Kobe, wie wird Kobe geschrieben? Kobi. Kobe, das hört sich an wie so ein Vogel aus irgendeinem Videospiel oder so. Ich weiß es nicht. Also, So ganz wie. ehrlich, Herr Goodman, wenn man mir ein Ja, bitte. Zeugenschutzprogramm geben würde und man würde mich Kobi nennen, dann weiß ich nicht, ob ich den Tod vorziehen würde. Den Namen, wie gesagt, habe ich nicht Kennen Sie ausgesucht. den Pelikan aus Könige der Löwen? Heißt der Kobi? Nein, aber an den muss ich denken, wenn ich Kobi höre. Ich Das hat doch irgendwas mit Film oder Spiel? Hoffe, eventuell kann man den Namen ja doch nochmal nachträgen, also bevor jetzt die Papiere ausgestellt werden. Ja. Das fehlt ja offensichtlich noch, Vielleicht eventuell kann man den Namen tragen Sie als ändern. Vorschlag einmal, wie war Ihr Vorschlag, Jerome Fox ein? Gut, aber wir machen uns auf Steife. Sobald ich wen erreiche, der Ihnen neue Papiere geben kann, kriegen Sie umgehend Ihre neuen Papiere und dann können Sie herausspazieren. Ein Glück. Super, bis später. Ja. Dann Tschüss. vielen Dank. Ciao. Das war ja gestern wie Weihnachten. Vor allem liegt er echt gut auf der Straße. Bei 270 hätte ich das jetzt nicht gedacht. Aber die Geschwindigkeit werden wir vielleicht zukünftig brauchen, wenn jetzt Schiffe mit Fahrzeugen kommen. Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Wir können mal gerade am Dings, Froschdings vorbei. Wobei, das mit dem Auto. Moment. Hier vorne ist noch ein PD. Genau. Wir lassen den mal kurz hier stehen.
Wir nehmen jetzt einfach einmal gerade ganz dreist mein Undercover-Fahrzeug hierfür. Die 50 für die Leitstelle kommt. Ich muss super dringend tanken eben. Mhm. Gehört für die 50 an. Kann man machen. Ich bin den gestern Nacht einmal gefahren. Ich fand den perfekt. Ja, gewöhnungsbedürftig, wenn man sonst mit dem Ford unterwegs ist. Hm. Mit dem Mustang meinen Sie jetzt, oder? Nee, mit dem Ford GT. Achso, von eben gerade. Ja, hm. Alles klar. Dann mal umziehen. Yep. Guten Tag, Frau Sammer. Wundervoll. Gehen wir uns kurz umziehen. Ein wunderschön. So. Hallihallo. Guten Tag. Also, ja, das war intelligent. Frau Sammer, Sie schulden mir ein Fenster. Was gab's noch? Wird das ganz beste Verfolgung? Ja, kann man schon nicht. Das war die erste Verfolgung. Boah. Mensch, Herr Lopez. Lopez, geht's Ihnen gut? Lopez? Bei dem Aufprall ist irgendwie die Scheibe neben mir zu Bruch gegangen. Nur falls Sie fragen, warum die nicht mehr da ist. Ah, CLS Corbain am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ja, Lopez, LSPD, schönen guten Tag, Corbain. Wir sind gerade von einem Fahrzeug geschnitten worden und uns hat das ein bisschen gegen einen Baum gefordert. Was soll ich dazu sagen jetzt? Dass, kurz gedacht, Stark ist der Fahrer, alles gut. Passiert den Besten. Ich schäme mich ein bisschen. Ach, brauchen Sie nicht. Ich bin seit gestern... Wir waren so nah dran, wir hatten den fast. So eine lange Verfolgungsjagd, da kann auch schon irgendwann nach so einer halben Stunde mal was passieren. Ich bin seit gestern nur den Ford GT gefahren. Und auf einmal muss ich früher bremsen. Das, naja. Also zum Glück haben wir es ja direkt in Palito Bay geschafft, wo der ACLS ja direkt wohnt. Guten Tag zusammen. Guck mal, Herr Lopez, so ging das mit den Bremsen. Einen wundervollen... So, was kann man für euch tun? Wir sind von der Straße, also wir sind geschnitten worden, wurden ein bisschen von der Straße abgedrängt. Ich habe das Gerücht gehört, dass Goodman eine Freundin hat. Ja, ist so richtig. Eine geisteskranke Alte. Das habe ich auch gehört. So geisteskrank ist sie gar nicht. Hey, nicht kriminell. Das sagen jetzt Sie. Ja. Hadi, danke schön für 3 Monate. Vielen Dank. Ich steckte in Europa fest, ich kam nicht zurück. Hatte Sie steckt in Europa. Nein, Herr Lopez, nein, aus. Aha. Ja. Aber hey, die Retourkutsche habe ich gekriegt. Ich habe Dienstplan von der Northgate gekriegt. Also, gestern 12 Stunden, heute 12 Stunden. Ich habe gedacht, die Trennung. Ja. Mal hart durchgreifen. Richtig. Sind Sie verheiratet? Nein. Sie sollten auch nicht heiraten. Hab ich im Moment nicht vor. Was? Das klingt, als wenn Sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wieso husten Sie so? Sind Sie verheiratet, Herr Novgeld? Nee. Ich nicht. Aber... Was sagen wir Sie? Anders sind... Ja. Naja, dann hoffe ich, dass der andere mehr Geld hat wie Sie. Also ich meine, es muss sich auch lohnen. Aber warte mal, haben Sie mir nicht erzählt, Sie haben reich geheiratet? Ja. Aber Herr Lopez, haben Sie deswegen so fettige Haare, weil Sie so auf den Fettnäpfchen treten? Er schwimmt da gerne durch. Ich muss fragen, Herr Lopez ist schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer reichen Dame. Ob die intelligent ist oder nett oder sympathisch, ist ihm eigentlich egal. Hauptsache, sie hat viel Geld. Korrekt. Ich habe ja sowieso vor, mich wieder scheiden zu lassen. Also auch kein Ehevertrag. Natürlich nicht. Ich will ja die Hälfte der Kohle. Auto ist heile. Ich danke Ihnen vielmals. Was bin ich Ihnen schuldig? Geld auf jeden Fall. So, einmal Ihre Rechnung. So, Trinkgeld gebe ich Ihnen so, das schleuse ich gerne an der Steuer vorbei. Einen schönen Tag wünsche ich. Und einmal noch Durchschlag für Sie, falls sowas sein soll. Dankeschön. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Ebenso, danke. Ruhige Fahrt. Nicht, dass ich wüsste, ich nutze das kaum, ehrlich gesagt. Es ist noch erstaunlich ruhig, trotz sehr hoher Polizeipräsenz.
Die Ruhe vor dem Sturm. Das denke ich auch, ja. So wie gestern, dann auf einmal knallt die Geiselnahme rein. Aktuell bei 1060, ein schwarzer Chef, der unterwegs an dem Kleidungsladen näher der Justiz vorbei in Richtung da. Ja, das ist er. Jetzt gleich beim Ali. Na, verbiest dran. Hup, hup, wer fährt? Ach, hier links. Fährt zum Ali. Ist rechts. Rechts hoch. Ich hol gleich den Ford GT raus. Also langsam fuck's mich ab. Ja, morgen. Hi. Gerade Life Invader. Da sonst Richmond Garage kurz treffen. Wir haben gerade nichts. Wir müssen einmal zu Richmond Garage, das ist der nächste rechts. Ja, oder den anderen. Weil die Kollegen wollten sich mal das Auto angucken, weil die es noch nicht kennen und es sieht halt einem Chef da sehr verwechselnd ähnlich. FRB-Streife, Code 2, Dispatch. Schönen Tag zusammen. What up? Der Fahrer einmal raussteigen, bitte. Na, Mann. Sind Sie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis? Alles so und. Bestimmt irgendwo, Mann. Bestimmt irgendwo, Mann. Okay, das heißt aber, Sie haben eine Fahrschule besucht und einen Führerschein gemacht. Ja, richtig. Mhm. Was hat man Ihnen denn da bezüglich Verkehrszeichen beigebracht, beziehungsweise Ampeln? Also Rot, Grün, Gelb. Wissen Sie, was diese Farben bedeuten bei einer Ampel? Ja. Warum haben Sie dann nacheinander 4 rote Ampeln mitgenommen? Da kam kein Auto. Da kam kein Auto? Aha. Und Sie denken, wenn von einer anderen Seite kein Fahrzeug kommt, dann ist es egal, dann sind die Verkehrszeichen außer Acht zu lassen. Ja, ist doch sicher, oder nicht? Führerschein und Fahrzeugpapiere sowie Personalausweis würde ich gerne einmal sehen. Personalausweis. Mhm. Na, Fahrzeugpapiere. Fahrzeugpapiere, jetzt fehlt der Führerschein noch. Sind also am Sonora Freeway. Ja, genau. Keine Ahnung, wo der ist, Mann. Sie wissen nicht, wo der ist. Nee. Das heißt, Sie sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Doch, im Besitz ja schon. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Führerschein mit sich führen müssen, wenn Sie ein Fahrzeug betätigen. Ja, muss ich? Müssen okay, Sie. Ja, kein Ding, mache ich. Hol dich dann. Keine offenen oder geschlossenen Fälle, allerdings ist der Herr nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Mhm. Ja, ich hab den noch gemacht, Mann. Mhm. Sie besitzen nicht einen Führerschein. Weder A, B noch C. Okay, das heißt, wir haben Verstoß gegen Paragraph 1 StVO? Oh, Paragraphen, da schlafe ich gleich wieder ein. Ja, ohne Scheiß. Da schlafen Sie ein? Ja, tut mir leid, aber das ist nichts für mich. Hm. Ich habe Sie, glaube ich, auch nicht danach gefragt, ob das was für Sie ist, oder? Ja, nee, das war so eine Tatsache. Hm. Habe ich Sie denn für Wort gebeten? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war nicht der Fall. Könnte gut sein. Ich mach meine Die kann auch reden, wenn sie will, oder nicht? Gut. Naja, es wird ein Bußgeld auf Sie zukommen, in Höhe von $800. Sind Sie in der Lage, dieses zu begleichen? Oder wissen Sie auch nicht, wo Ihre EC-Karte ist? $800, hm? Ja, wie komme ich noch hin? Kriege ich noch hin, super. Dann stelle ich Ihnen einmal eine Rechnung aus. Ja, Ihnen wird klar sein, dass Sie dieses Fahrzeug natürlich gerade nicht weiter betätigen dürfen. Genau. Denn Sie haben keinen Führerschein. Ich würde Ihnen ja vorschlagen, dass die Dame möglicherweise, wenn sie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dieses Fahrzeug führen könnte und Sie auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Das Problem ist halt einfach, dass die Dame schon verkündet hat, dass diese sehr müde ist. Das heißt also, eine übermüdete Person können wir leider auch nicht an Steuer lassen. Dadurch, das passiert nur bei Paragraphen. Ja, aber da kann ich mir nicht sicher sein. Sie ist gerade schon eingeschlafen, sie hat sich hingelegt auf den Boden, sie hat ein kurzes Nickerchen gemacht. Das bedeutet, da können wir auch die Dame also leider nicht fahren lassen, dadurch, dass wir davon ausgehen, dass auch das ein Eingriff in den Straßenverkehr oder eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Das heißt, für sie geht die Reise ab hier zu Fuß weiter. Ha, ich pfeife mir einfach ein Energy rein und dann passt die Sache. Dann kann ich auch wieder fahren. Das sehe ich auch. Nur das Problem ist,
Ich habe auch keinen Führerschein. Warum sagst du das auch noch? Was ist los mit dir? Ja, was denn? Ich bin ja, ja nicht gefahren. Ja, wir haben das ja hier geparkt. Man kann ja da stehen bleiben, oder? Gut. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir werden dieses Fahrzeug jetzt beschlagnahmen lassen. Warum? Sie können wir das nicht einfach hier stehen lassen? Können Sie dieses Fahrzeug dann bei uns wieder abholen gegen Vorlage eines Führerscheins? Aber also ganz am Ende sind Sie ohne Fahrerlaubnis hier unterwegs gewesen. Und ja, aber Sie haben meinem Bruder doch schon Geld abgezogen. Und sind über 5 rote Ampeln gefahren, von denen ich Ihnen sogar nur 3 berechnet habe. Ja, aber das Fahrzeug parkt doch hier, Mann. Das kann doch stehen, oder nicht? Mhm. Und wie stelle ich sicher, dass Sie nicht bei der nächsten Gelegenheit wieder einsteigen, weil die Dame der Meinung ist, dass ein Energy-Drink Sie dazu befähigen würde, dieses Fahrzeug zu betätigen? Ich traue selber nicht zu, das Fahrzeug zu fahren. Hm, ich traue Ihnen auch nicht zu, das Fahrzeug zu fahren, weil Sie keine gültige Fahrerlaubnis haben. Ja, aber ich kann das wenigstens. Hm, das sehe ich anders. Sie haben 5 rote Ampeln überfahren. Das ist richtig, aber ich mache ja dann einen Führerschein, dann hole ich das Ding wieder ab. Hm. Wie gesagt, das Fahrzeug können Sie sich bei uns wieder abholen. Sie zeigen uns Ihre gültige Fahrerlaubnis. Wenn Sie eine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, dann kriegen Sie Ihr Fahrzeug von uns wieder zurück. Ach, scheiße. Jo. Macht's gut. Ich fahre heute nicht mehr dieses Auto. Ich bin hier am Arsch.